How are you? Was für ein Zeug. Auch schon da. Wunderbar. Muss bloß hier vorsichtig. Das sind Bio-Eier drin. Bio-Eier vom Hans Jürgen. Ihr kennt den vielleicht nicht, aber ich, das ist ein Arbeitskollege von mir. Und ich kann euch sagen, die Viecher von dem, also die Hähne, ich hoffe, der hat Hähne, die machen auch was mit. Merkt euch das, der Hans Jürgen hat die größten und die besten Bio-Eier auf der Welt. Merkt euch das. Peace, hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich weiß nicht, mit was der Hans Jürgen seine Hähne füttert. Wahrscheinlich mit Atommais oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die wirklich so groß, die Eier, dass man jedes Mal denkt, die müssen doch platzen, wenn die Eier liegen. Die wird nach jedem Eier neue Hähne brauchen, denke ich. Herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal Fockerchens Heimfahrt Teil 52. Ja, ich nehme das jetzt ein zweites Mal auf, nachdem ich, noobig wie ich bin, letzte Mal das Video schon aufgenommen habe. Und als ich dann fertig war, habe ich drauf gedrückt und mir gedacht, so, ich beende hiermit diese Videoaufzeichnung und habe sie dann gestartet. Das heißt, ich habe gute 20 Minuten mäßigerweise, okay, Bayerisches Rote Kreuz sollte man vorlassen. Ich habe über 20 Minuten mäßigerweise in die Kamera reingeredet, ohne dass man wieder zuhört, was ja im Endeffekt wahrscheinlich für viele von euch auch eine Erleichterung ist. Um was geht's heute? Naja, eigentlich habe ich heute kein so richtig festes Thema, wie ich sonst eigentlich auch nicht habe. Aber ich nenne es heute einfach mal Firlefanz, weil es sind mehrere Themen, die ich schnell mal loswerden will. Und hat das was mit E zu tun? Ja, ein bisschen schon, aber nicht alles. Ja, es geht um... jetzt weiß keiner, wie er fahren will. Genau. Leute gibt es, die gibt es gar nicht. So, es hat heute mehrere Themen. Einmal möchte ich mich bei euch auf jeden Fall bedanken, und zwar recht herzlich. In den letzten zwei Videos habe ich einiges an kritischen Kommentaren bekommen, was jetzt an sich erst einmal nichts Schlimmes ist. Kritische Kommentare bringen einen Kanal weiter, finde ich. Also wenn man Kritik hat und man die dementsprechend auch rüberbringt, nicht nur einen Daumen nach unten oder eine schreibt, du bist doof, sondern auch eine schreibt, warum er doof ist, nur dann bringt es einem Kanal was, weil dann kann man das vielleicht verbessern das nächste Mal. Und da waren halt einige Kommentare drin, die mir jetzt nicht ganz so gefallen haben, weil die einfach meines Erachtens nicht unbedingt angebracht waren. Aber soll ja jeder selber machen und wissen, wie er ist. Und da möchte ich mich bedanken, weil nämlich die Community eigentlich zum größten Teils mir da die Stange gehalten hat. Auch wenn es blöd anhört, aber es ist einfach so. Wir haben sehr viele, die mir dann recht gegeben haben, die dann gesagt haben, wenn da was nicht passt oder wenn da das ganze, ja, der ganze Kanal nicht passt, dann schaust doch einfach nicht an. Fand ich gut, dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Dankeschön. Und ja, und jeder hat eigentlich geschrieben, mach weiter so. Ging um die Aussprache, um die Geschwindigkeit der Sprache, scheinbar rede ich zu langsam. Dann gab es halt auch die Möglichkeit, das Ding schneller zu stellen. Kenne ich zwar, habe ich aber noch nie gemacht, weil ich so langsam denke, dass selbst wenn einer langsam redet, bei mir kaum durchkommt. Ja, quasi, wie geht der Spruch, wenn du irgendwo in ein Restaurant gehst und das schmeckt dir nicht oder die Portionen sind recht klein,
dann kann der Ober sagen, ja, das kann es auch, unsere Portionen sind recht klein, dafür sind es teuer. Ja? So ist es bei mir halt auch. Einer hat reingeschrieben in die Kommentare, mach weiter so, aber mehr Videos wären gut, wären toll. Ich sehe gerade, dass die Kamera schief ist. Naja. Besser? Keine Ahnung. Ich habe heute halt, anders Handy, deswegen. Ich glaube, das ist besser als das alte, das ich gehabt habe, das J7. Das war nämlich die Kamera, hat dann immer so hin und her wieder hell und dunkel gemacht. Das macht jetzt das eigentlich nicht. Finde ich ganz gut. Mehr Videos wären gut. Dann habe ich mir gedacht, ja, das stimmt, da hat er recht. Mehr Videos wären wirklich gut, aber ganz ehrlich, mir fällt momentan einfach nichts ein. Das tausendste Video über die tausendste Lademöglichkeit, über die tausendste gleichen Themen, die schon tausendmal bei YouTube drauf sind, das ist für mich ein bisschen ermüdend und eigentlich nicht Sinn der Sache, finde ich. E-Mobilität, ich merke es an mir, E-Mobilität lässt bei mir momentan nach. Nicht, weil es schlecht ist oder so, sondern weil es für mich einfach nur ganz normal mittlerweile ist. Ich kenne es nicht mehr anders. Ich will es auch nicht mehr anders. Ich fahre jetzt mittlerweile seit 3,5 Jahren seit 3,5 Jahren dieses Auto und meine Frau fährt jetzt seit 1,5 Jahren und das ist für uns eigentlich alltäglich, da ist nichts mehr Besonderes dran. Es kommen jetzt immer mehr Autos. E-Mobilität ist allgemein im Alltag angekommen. Man sieht es an den Verkaufszahlen, man sieht es an den Modellen, die jetzt rauskommen. Man sieht es auch daran, dass die Gespräche, die man mittlerweile führt, auch, ich sag mal, positiver gegenüber E sind, als es noch vor einem Jahr war. Da ging es noch ganz anders ab. Da warst du als E-Mobilfahrer ein impotentes Arschloch. Ist so. Habe ich in meinen Kommentaren unten habe ich das drinsteht gehabt. Ich weiß nicht, ob es einer zu mir selber sagen würde oder zu einem selber sagen würde. Weiß ich nicht. Das unterbindet eigentlich oder verbietet eigentlich die Erziehung, was man im Internet scheinbar nicht ganz so ernst nimmt. Aber ja. Internet kann man es scheinbar machen und das hat sich jetzt mittlerweile geändert, also man ist jetzt nicht mehr impotent und man ist auch kein Arschloch mehr, wenn man eh fährt, sondern man ist ein ganz normaler Mensch und das finde ich gut, weil aus das soll ja die E-Mobilität auch gesehen werden, also es ist weder glorifizierend, noch ist es göttlich, noch ist es besser als alles andere, ich finde halt eh ist eine Zusatzmöglichkeit, wie man von A nach B kommt. Es gibt Super, es gibt Diesel, es gibt Gas und es gibt E. Dass eins allein noch existiert, glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwann einmal nur E gibt, aber es wird immer mehr und es ist auch okay. Ich merke es an mir, ich schaue weniger oder fast gar keine E-Kanäle mehr. Weil es momentan nichts gibt, was mir eigentlich jetzt im E-Bereich interessiert. News, ja klar, News gibt es immer. Und News kann man auch immer machen, das passt. Ich bin kein News-Kanal. Dementsprechend ist es für mich sehr schwer, noch Content zu bringen. Man merkt es auch in die Abo-Zahlen, die sind jetzt gescheit runtergegangen, weil ich eben sehr wenig Content mittlerweile bringe. Weil mir einfach nichts mehr einfällt. Schreibt es runter und vielleicht fällt euch was ein, was wollt ihr gerne sehen. Wie gesagt, E ist ein Problem, weil ich E eigentlich als nichts mehr besonders finde und was man irgendwie noch weitergeben muss, weil es gibt eigentlich schon genug auf YouTube. Man kann auch ältere Videos anschauen. Da hat sich in meiner Einstellung jetzt eigentlich nichts geändert. Einer hat geschrieben, ja, du fährst jetzt schon so lange dein Auto, mach doch mal ein Fazit. Okay, das mache ich jetzt, vielleicht am Wochenende dann, dass ich mal ein Fazit mache. 3,5 Jahre E-Soul, Vor- und Nachteile oder was toll ist oder was nicht. Oder was ich schon für Probleme gehabt habe, aber ich kann euch sagen, das wird ein ganz kurzes Video. Denn vorab kann ich das schon mal gucken oder sagen, da ist nicht viel, was an dem Auto
auszusetzen ist. Außer das, was ich sowieso schon mal gefilmt habe, was ich mag, was ich nicht mag, und dementsprechend, ja, ist ein pfundiges Auto und ich möchte es eigentlich als eh nicht mehr hergeben. Jetzt in 1,5 Jahren wird er fällig, das heißt, ich werde ihn nicht verlängern, hat was mit Schademo zum Beispiel zu tun, obwohl ich es ganz selten brauche, aber irgendwie ist Schademo für mich im aussterbenden Ast, aber da habe ich auch schon Kritik gekriegt, kann man nicht sagen, doch, ich selber schon, für mich persönlich schon. Ich habe vor, naja, vielleicht 4, 5, 6 Wochen, habe ich mir ernsthaft überlegt, ob ich das mit YouTube sein lassen werde. Ich war da in so einem Tief drin, irgendwie, was auch nicht, jetzt, mir fällt nichts mehr ein, und dann sind sehr viel kritische Themen oder kritische Kommentare kommen. Wie gesagt, ich habe nichts gegen kritische Kommentare, aber ich bin halt so ein Typ, wenn ich 100 positive kriege und einen negativen, dann wurmt mich der negative oder beschäftigt mich der negative mehr als diese 100 positiven. Und so bin ich mal. Ich weiß, das ist Schmarrn, das sagt man nicht, aber ich kann halt ganz schwer aus meiner eigenen Haut raus. Und dementsprechend, tja, was soll ich sagen, ne? Es ist halt einfach so. Man kann Testberichte machen, aber für Testberichte braucht man Testautos, und Testautos kriege ich keine, weil dafür ist mein Kanal zu klein. Ich könnte zwar, und das habe ich auch schon mal gemacht, wie damals der E-Golf rausgekommen ist, der neue, also da ist Update, mit mehr Reichweite und mehr Ausstattung und so weiter, habe ich mich dafür interessiert und habe dann einen VW-Händler bei mir in der Nähe angeschrieben und habe dann einmal gesagt, Mensch, wie schaut es denn aus? Ich würde das Auto gerne mal testen, und dann haben wir uns halt zusammengerufen und haben ein wenig geredet und so, sagt er, ja, kleiner Kanal und ein kleiner Händler, passt, kann man machen. Aber ich muss noch was zuschicken. Da hat er mir einen Vertrag zugeschickt, wo dann drin gestanden ist, dass ich quasi die Videorechte ihm abtrete. Damit hätte ich noch leben können, weil das Video ist gleich draht oder so, das ist kein Problem. Aber er hat dann auch drinstehen gehabt, dass er sich das Recht nehmen will, das Video so zu verändern, wie es ihm passt. War jetzt nicht genau so drin gestanden, aber im Endeffekt war es so gemeint. Er hat dann gesagt, ja, nicht, dass ich das Auto total schlecht rede, und dann möchte er das natürlich nicht, dass das rauskommt. Ich denke nicht, dass ich irgendein Auto schlecht dreht. Ob das jetzt ein Verbrenner ist oder ob das ein E ist, erst einmal nicht, sondern ich bin so, wie ich bin. Ich sage, wenn was gut ist, und ich sage es aber auch, wenn was schlecht ist, weil irgendwas vermitteln euch gegenüber, wenn ich was eigentlich nicht so toll finde und das dann als toll verkaufe, nee, das will ich nicht. Und dann haben wir das sein lassen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du meinst, dass ich das, dass ich sowas machen kann oder sowas machen würde, und du eingreifen musst und das Video dann entweder gar nicht rausbringst oder halt nur das Okay gibst, wenn das und das und das und das, das geändert wird. Nee, das mache ich nicht. Deswegen werden Autotests jetzt erst einmal, ja, eigentlich in Zukunft nicht kommen, weil ich eben keine Möglichkeit habe, ein Auto einfach frei zu testen. Mein Kanal ist nicht groß genug, dass ich eingeladen wäre nach Portugal oder nach Spanien oder sonst irgendwo, um dann ein Auto zu testen. Hätte ich auch gar keine Zeit dazu. Anders schaut es aus mit den Zweirad-Tests. Die werden weitergehen, auch nächstes Jahr wieder, weil ich mit Martin, da wo es ja schon verschiedene Testberichte über E-Zweiräder geht, oder gibt es ja schon Videos, das werde ich weitermachen, weil ich mit dem einfach auf einer Wellenlänge schwimme, der mir da voll vertraut und mir keine Anweisungen gibt, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Und genau so ist es. Und ihr könnt die Videos anschauen, ihr werdet die Videos schon gesehen haben. Und ich glaube, dass ich kein Fahrzeug schlecht gemacht habe. Aber wenn natürlich ein Fahrzeug dann 18.000 Euro kostet, oder noch mehr, dann sage ich das auch, dass mir das zu teuer ist und ich deswegen mir das Fahrzeug nicht kaufen würde. Aber das ist für mich nichts Negatives, sondern es ist einfach nur eine Feststellung. Und
Mit Martin kann man das machen. Martin, solltest du das sehen, danke. Und das wird nächstes Jahr weitergehen. Warum nächstes Jahr? Weil mir dieses Jahr einfach das Wetter nicht mehr passt. Ich da nicht bei, keine Ahnung, 4 Grad Nässe rumfahren will, weil ich mir da einfach zu schade dafür bin. Ich bin ein Schönwetterfahrer, aber wenn das Wetter zu schön ist, möchte ich auch nicht fahren. Ja, gut. Man könnte am Kanal was ändern. Also ich habe schon überlegt, ob ich mir vielleicht noch eine Rubrik mit rein tue, wie zum Beispiel irgendeine Gaming-Rubrik oder sowas, aber das, nein, dafür bin ich jetzt alt dafür. Also ich zock zwar gern, aber das glaube ich muss nicht sein, das werdet ihr auch nicht für gut heißen. Es ist zwar mein Kanal und ich kann machen, was ich will, aber irgendwo will ich schon am Teppich bleiben. Wenn ich jetzt nur einen Let's Gaming-Kanal aufmache oder sowas, dann habe ich überhaupt keine Zeit. Als Gamer sollte man vielleicht auch ein bisschen Skill haben, damit es Spaß macht zum Zuschauen und nicht so noobig ist wie ich. Früher bin ich mal internationale Meisterschaften gefahren in Online-Rennen. Da war ich eigentlich jetzt nicht schlecht. Also ich bin da wirklich unter die ersten Top 10 bin ich da öfter mitgefahren, international. Und da reden wir von gute 40.000 Mitfahrern. Und das war schon nicht schlecht. Allerdings, ich habe es nochmal Anfang des Jahres probiert. Oder nee, ja, im Frühling halt, als dann das Corona gekommen ist und man nirgends mehr hingehen hat können, habe ich mir das halt einmal wieder reingezogen. Habe mir dementsprechend, habe ich ja daheim, Lenkrad und so. Und habe dann nochmal wieder angefangen und habe aber dann gesehen, dass mir das einfach zu lang dauert. Weil da muss man wirklich stundenlang auf einer Strecke fahren und hier ein Millimeter mehr Bodenfreiheit, da ein paar Atü mehr in den Reifen, hinten ein Spoiler, vorne ein Spoiler, Bremsverteilung, das muss man so einstellen, dass man da noch, keine Ahnung, 80 Runden nochmal eine Millisekunden oder eine Hundertstelsekunde rauskriegt, um dann schneller zu sein als andere. Und das mache ich nicht mehr, da habe ich einfach keine Zeit und keine Lust mehr dazu. Die sind mir um die Ohren gefahren, dass ich bloß nicht so geschlackert habe, ehrlich war. Also wirklich klasse, aber da brauche ich jetzt auch nicht mehr mitfahren. Es gibt dann sehr viele, also scheinbar ist es aber bei YouTube allgemein so, dass sehr viele Kanäle nicht mehr wissen, was sie machen sollen, weil es gibt sehr viele Kanäle mittlerweile, die halt irgendwelche zum Beispiel Reaction-Videos machen. Also dann setzen sie sich mit der Kamera und der Community hin und schauen ein Video an und reagieren drauf. Das heißt, die reagieren auf ein Video, das andere gemacht haben, um die Community mitzunehmen, wie man darauf reagiert. Also dann sind dann zum Beispiel solche Ausdrücke so, sind dann oft drin in den Screenshots oder sowas. Denke ich mal, das ist, die machen Content mit anderen Contents, also mit anderen Kanälen, die sich an Content überlegt haben, machen die ein eigenes Video draus, um einen Content zu bringen. Also tut mir leid, das mache ich nicht. Tanzvideos werdet ihr bei mir auch nicht sehen, weil ich bin zwar ein wunderbarer Tänzer, ich kann gleiten wie eine Elfe übers Wasser, aber das wollt ihr trotzdem nicht sehen. Ja, und deswegen war für mich eigentlich das Thema YouTube aufhören ganz, ganz nah, zum Greifen nah. Und der eine oder andere wird jetzt sagen, da schade, dass du den aufgehört hast, weil du hättest uns viel erspart. Ja, das mag sein. Aber es war wirklich ganz nah. Also das ist jetzt nicht dahergeredet blöd, sondern es ist wirklich, ich habe echt mit mir gehadert und habe mir gedacht, weißt du was, ich glaube, ich mache jetzt mein Video, wo dann zum Schluss noch einmal gesagt wird, Servus, sagt locker euer Focker. Aber da hätte ich gesagt, Servus für immer, sagt locker euer Focker. Und das war ganz nah und habe mir dann schon ein Video überlegt, hätte ihn dann eine Zeit lang online lassen, den Kanal, und wäre halt dann irgendwann einmal weg gewesen. Jetzt mittlerweile, ja, mal schauen, lieber mache ich weniger Content oder weniger Videos als Videos über irgendeinen Schmarrn, Hauptsache immer Videos. Es sei denn, ihr sagt es. Wenn ihr sagt, hey, egal über was, keine Ahnung, und wenn du eineinhalb Stunden einer brennenden Kerze zuschauen willst, dann mach ein Video, dann schauen wir das auch an, dann mache ich das. Aber ganz ehrlich, nee, glaube ich nicht. Was wird kommen? Also, ich habe vor für nächstes Jahr, da bin ich jetzt schon ein bisschen in der Planung, und das war ein Thema, wo ich gesagt habe, Mensch, ich glaube, ich höre doch nicht mit YouTube auf, weil es ein schönes YouTube-Thema ist. Ich habe ein Projekt vor,
nächstes Jahr. Und zwar ein Projekt, das ich euch jetzt noch nicht verrate, aber das für mich schon extrem ist. Ihr wisst nichts von dem Projekt. Selbst meine Frau weiß nichts von dem Projekt. Also Frau, falls du das siehst, Projekt 2021 ist in Planung, aber du wirst das noch nicht wissen. Oder frag mich einfach. Ja, dann schau mal, wann du das Video siehst. Ja, und da habe ich ein Projekt vor, da brauche ich auch eure Hilfe. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich schon mitgekriegt habe, dass bei euch in der Community oder bei uns in der Community sehr viel Know-how steckt. Und das kann ich gut brauchen für dieses Projekt. Das habe ich vor, da wird es demnächst halt einmal ein Video dazu geben. So dieses Anfangsvideo, den Startschuss quasi. Und dann habe ich noch ein Video, glaube ich, in der Hinterhand, wo ich dann mit der MT-01 einfach durch die Gegend fahre, weil auch schon manche angeschrieben haben, Mensch, wir wollen einmal ein reines Fahrvideo sehen, das habe ich auch gemacht, das kommt auch wenn es euch jetzt nicht so interessiert, aber das kommt auch. Es gibt andere, denen interessiert das. Ja, und dementsprechend bin ich ein bisschen momentan zwiegeteilt. Also einerseits wollte ich wirklich aufhören, andererseits habe ich jetzt trotzdem aufgehört, ist gleich, aber dann bereue ich es vielleicht. Also das ist, ich weiß nicht, was ich machen soll. Man sieht es an die Zahlen, an die Aufrufe von den Videos. Früher war es mehr, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwelche Abos oder Abonnenten verloren habe, sondern allgemein die Aufrufzahlen sind ein wenig runtergegangen. Ich weiß nicht, wer von euch ein Video oder selber einen Kanal hat, ob er das bestätigen kann, ob er das auch so sieht oder ob das bloß bei mir ist, weil dann liegt es an mir. Und ja, einerseits aufhören, andererseits weitermachen war ganz nah und ich war fast dran, den Button zu drücken. Dann haben wir es dann trotzdem noch überlegt und momentan bin ich wieder froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ich weiß es nicht. Ja, es regnet. Aber nur draußen. Ja, das war es jetzt mal mit Fockigensheim Power Teil 52 Firlefanz. Und schreibt runter in die Kommentare, was könntet ihr vorstellen als Video? Vielleicht fällt mir bloß nichts ein, weil ich momentan nicht recht viel überlege. Schreibt es rein, was wolltet ihr sehen? Habt ihr Themen? Denkt ihr genauso wie ich, lieber weniger Videos als Idiotenvideos? So wie dieses. Oder wollt ihr mal wieder sowas, so ein Projekt sehen wie zum Beispiel Das ist eh? Schon wieder ein bisschen was, aber vielleicht sowas, mal schauen. Schreibt es rein. Ich biege jetzt hier ab und fahre dann huschtipusch den Berg hinunter und dann schon bin ich zu Hause. Ja, danke für die lange Zuhörzeit, 23 Minuten. Genauso lang wie das erste Video und ich hoffe, es läuft. Ja, nicht so wie das letzte Mal. Also, Servus, sagt Glocke. Euer Focker.